Löwen sind dafür bekannt, dass sie ihre Beute töten, bevor sie sie fressen. Aber überraschenderweise passiert es ziemlich oft, dass sie das nicht tun und ihre Beute am Ende lebendig fressen. Hast du schon einmal gesehen, wie ein Löwe an den Hoden eines Gnus zieht? Glaubst du, dass ein paar Löwen ein Krokodil in Stücke hacken können? Wenn du das herausfinden willst, dann schau weiter. Denn wir zählen 15 gefährliche Momente auf, in denen Löwen die Eingeweide ihrer lebenden Beute ausspucken. Nummer 15. Berglöwen fressen Elchbullen. Dieser Berglöwe erntet die Belohnung für seine letzte Jagd. Du kannst den Größenunterschied zwischen der Großkatze und dem Elch sehen. Er ist ziemlich groß. Trotz der nahegelegenen Wölfe hat sich dieser Puma von seinem großen Hunger zu seiner Beute zurückziehen lassen. Sie frisst schnell, aber vorsichtig und bei Tagesanbruch überlässt sie den Kadaver dem Wolfsrudel. In den nächsten Wochen eröffnet die Fernkamera einer Forschungsgruppe einen seltenen Einblick in das Verhalten der Pumas, über den Wissenschaftler nur spekulieren konnten. An einem frisch erlegten Tier konnten sie die schnelle Fressstrategie des Pumas in allen Einzelheiten festhalten. Die Raubkatze verschlingt die reichhaltigsten und am besten verdaulichen Teile, angefangen mit der Leber und dem Herz. Dann beginnt sie das Blut aufzusaugen, das sich in der Brusthöhle angesammelt hat. Aufgrund ihrer proteinreichen Ernährung brauchen Fleischfresser zusätzlich zu ihrer Nahrung Wasser. Blut besteht zu 8% aus Wasser und diese Blutmahlzeit kann ihr helfen, den Bedarf zu decken, bevor sie die Brusthöhle mit ihren Krallen aufreißt. Die Katze schert sich zuerst die Haare an den Stellen ab, an denen sie eindringen will. Ihr kurzer Verdauungstrakt ist darauf ausgelegt, ihre Schnelligkeit mit verdaulichen Organen und Fleisch zu versorgen, sodass sie es vermeidet, Haare und Fell zu fressen. Sie benutzt ihre vorderen Schneidezähne, die meißelartigen Zahnreihen zwischen den großen Eckzähnen, um die Haut sauber zu zupfen. Der Puma hat ein begrenztes, aber äußerst effektives Gebiss, um seine Beute mit einem relativ kurzen Gesicht und Maul zu verschlingen. Die großen Eckzähne befinden sich näher an der Achse des Kiefers, wo sie mehr Bisskraft haben, um ihre Beute zu töten und zu zerlegen. Im hinteren Teil des Kiefers befinden sich rasiermesserscharfe Vor- und Backenzähne, mit denen sie kleine Fleischstücke abschneidet und Knochen aufbricht. Sie dreht ihren Kopf zur Seite, um ihre Zähne in die Beute zu bekommen. Wenn sie sich an den besten Stücken satt gefressen hat, verweilt sie nicht lange, um die Knochen auszukratzen. Sie wird eine Woche lang nicht mehr töten müssen. Eine Gruppe von Schülern, die auf einer Straße unterwegs war, sah einen Puma, der sich an einen Elch mitten auf der Straße klammerte. Der Elch war groß und die Raubkatze hatte große Schwierigkeiten, sich festzuhalten. Ich bin mir nicht sicher, wie das Ganze ausging, aber ich würde mein Haus nicht auf den Puma verwetten. Berglöwen sind sicherlich die gefährlichsten Elchjäger im Wald, aber ihre Auswirkungen auf die Beutetierpopulation sind in der Regel gering, da sie sich über ein weites Gebiet verteilen. Es kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, wie wichtig es ist, über eine engagierte und effektive Basis von Löwenjägern zu verfügen. Nummer 14. Puma frisst Waschbär. Auf dem Weg zur Kontrolle seiner Kamera stieß ein Mann auf eine frische Beute, einen Waschbär. Er wusste, dass es wahrscheinlich das Werk eines Berglöwen war, denn die Großkatze war in der Nacht zuvor auf seiner Kamera zu sehen, etwa eine Meile entfernt. Er stellte seine Kamera seiner Beute auf und um 4 Uhr morgens tauchte sie wieder auf, um ihren Waschbären weiter zu fressen. Mitten in der Nacht jagt und tötet ein Berglöwe einen Waschbären auf der Straße. Es ist kein großer Fang, aber für einen Mitternachtssnack reicht es aus. Eine Familie wurde durch den Anblick der Natur in ihrem Hinterhof aufgeschreckt, als ein Berglöwe einen Waschbären nur wenige Meter von ihrem Fenster entfernt angriff. Dieser riesige Berglöwe stürmt eine Waschbärenparty und schnappt sich einen der Waschbären. Natürlich ist der Waschbär dem Berglöwen nicht gewachsen, aber das Gekreische und Geschrei weckt die Familie auf und erschreckt die Großkatze. Das veranlasst die Katze, den Waschbären fallen zu lassen und zu fliehen. Nummer 13. Puma jagt Guanaco. Dieser Puma tötet ein Guanaco und erntet die Belohnung für seine Beute. Ein Guanaco zu töten ist für einen Puma kein leichtes Unterfangen. Wenn die Raubkatze ihre Aufgabe erledigt hat, fühlt sie sich sicher sehr glücklich. Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz, denn das Guanaco und der Puma liefen Seite an Seite, als sie sich den geparkten Fahrzeugen auf der Straße näherten. Da das Guanaco noch jung war, nehme ich an, dass der Puma ihm den letzten Spaziergang gönnte, bevor er es tötete. Es schien, als würde das Guanaco um Hilfe bitten, aber es war schon zu spät, als die Raubkatze es den Abhang hinunterzog. In diesem Video wurden mit Hilfe einer Überwachungskamera ein Puma und seine Jungtiere beobachtet, als sie sich 3 Tage lang von einem Dickhornschaf in Utah ernährten. Die Twail-Kamera ist das Werkzeug, was dieser Mann zuvor im Auftrag des US Forest Service bei der Suche nach Vielfraßen eingesetzt hat. Nummer 12. Berglöwen jagen Hirsche. Ein Berglöwe schleicht sich an ein Reh heran und lässt dem Hirsch keine Zeit zu reagieren. Das Reh wird von der Raubkatze erlegt und wird ein zufriedenstellendes Abendessen für die Raubkatze. Ein Berglöwe genießt ein Reh, das er bei einer nächtlichen Jagd erlegt hat. Man kann sehen, wie das Tier Fleischbrocken aus dem Kadaver reißt. Nachdem er ein paar Fleischstücke verschlungen hat, beschließt die Raubkatze, sich hinzulegen und auszuruhen. Ein Mann fand ein frisch erlegtes Reh auf seinem Grundstück und beschloss, eine Wildkamera auf einem Stativ zu installieren, um zu sehen, was passieren würde. Ein Berglöwe tauchte auf und lächelte in die Kamera, bevor er sich über den Kadaver hermachte.
Nummer 11. Berglöwe frisst Kaninchen. Ein Puma verschlingt zur Mittagszeit ein zartes Kaninchen im Zoo von Calgary. Es ist schön zu sehen, dass der Zoo den Katzen anständiges Futter gibt. Nummer 10. Löwen fressen Nilpferd. Unser Vorschaubild sieht zwar nicht sehr appetitlich aus, aber dieser Löwe findet es super, denn er zerreißt das Fleisch des toten Nilpferds mit großer Begeisterung. Dieses Nilpferdkalb war zur falschen Zeit am falschen Ort und ein Löwenrudel hat es gefangen. Das ganze Rudel zerreißt das Kalb und frisst Stücke des Fleisches, während die zwei männlichen Löwen jeweils versuchen, das Fleisch herauszuholen. Ich muss zugeben, das ist eine grausame Szene, die nichts für schwache Nerven ist. Dieser männliche Löwe wühlt sich durch einen Nilpferdkadaver und ich beneide ihn wirklich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er damit gut klarkommt und seine Mahlzeit genießt. Das war ein krankes Nilpferd, das den Fehler gemacht hat, zu nah an ein nahegelegenes Rudel heranzukommen und schnell herausgefunden hat, dass die Löwen nicht allzu freundlich sind. Diese beiden männlichen Löwen fressen etwas, das wie eine große Schüssel Nilpferdsuppe aussieht. Und sie nutzen es aus. Eines der Tiere sieht erschöpft und satt aus und ist kurz davor umzukippen. Dieser männliche Löwe hat sich ein großes Projekt vorgenommen, als er dieses Nilpferd angreift. Zugegeben, das Nilpferd ist ein junges Kalb, aber es ist schon größer als der Löwe. Der Löwe lässt sich davon nicht beeindrucken und stürzt sich auf das Nilpferd, bis das Tier schließlich seinen letzten Atemzug tut, kurz bevor ein anderer Löwe zum Mittagessen eintrifft. Nummer 9. Löwe frisst Gnu-Hoden. Ein großer und mächtiger Löwe namens Aslan wird dabei gesehen, wie er die Eingeweide eines Gnus frisst, das er und eine Löwin getötet haben. Es ist interessant, dass der Löwe mit den Eingeweiden für diese Mahlzeit beginnt. Dieses Löwenrudel hat es geschafft, ein Baby-Gnu zu erlegen. So laufen die Dinge im Busch nun mal. Die Löwen waren so hungrig, dass sie anfingen, das Gnu zu fressen, während es noch lebte. Das ist nicht immer schön anzusehen, aber es ist die unsichtbare Welt. Und wir bekommen selten zu sehen, was nach Einbruch der Dunkelheit passiert. Ja, es ist brutal. Und der Grund, warum sie das junge Gnu nicht töteten, ist, dass es seit 4 Tagen nichts mehr gegessen hatte und ausgehungert war. Männliche Löwen fressen oft männliche Beute, weil sie sich zuerst von den Hoden ernähren. Da Löwen anscheinend andere Ernährungsbedürfnisse haben als andere Katzen, ernähren sie sich gerne zuerst von den Organen und Eingeweiden. Hoden sind ein Organfleisch und haben einen sehr hohen Nährwert. Eiweiß, Kalorien und Vitamine sind in Hülle und Fülle vorhanden. Außerdem befinden sie sich außerhalb der Körperhöhle, sodass sie für Löwen sehr bequem zu fressen sind. Einige Löwen bevorzugen die Hoden, nachdem sie ein Gnu erlegt haben. Ich vermute, das ist Teil ihrer Tradition und sie wollen die Bräuche ihrer Vorfahren respektieren. Dieses Video war für mich schwer anzuschauen, denn man sieht, wie die Löwin dem Gnu die Hoden rausreißt. Und ich kann mir die entsetzlichen Schmerzen vorstellen, die das arme Tier hat. Nummer 8. Männliche Löwen fressen Warzenschwein. Während einer nächtlichen Jagd fangen 3 riesige männliche Löwen ein Warzenschwein in der Nähe seiner Höhle und geben es ihm zum Fressen. Die Löwen waren unterwegs, um sich ein Eis zu holen. Aber als sie sahen, dass der Eisverkäufer ein Warzenschwein war, beschlossen sie, das Eis zu vergessen und stattdessen das Warzenschwein zu essen. Dieser riesige männliche Löwe fängt ein kleines Ferkel und hält sich nicht zurück, als es an der Zeit ist, es zu fressen. Das Ferkel wird von der starken Raubkatze zerquetscht und gefressen. Dieses Warzenschwein wird von den 3 männlichen Löwen zerrissen. Wenn sie fertig sind, wird von dem Warzenschwein nicht mehr viel übrig sein. Nummer 7. Löwe frisst Reh. Ein männlicher Löwe wurde dabei beobachtet, wie er ein Impala-Kadaver in der Sabi-Sens-Region in Südafrika verschlang. Das Impala wurde höchstwahrscheinlich von einem anderen Tier getötet und als der Löwe sich näherte, wurde das Abendessen auf dem Silbertablett serviert. Das könnte für einige ZuschauerInnen heikel sein. Während er versucht, seine Impala-Beute zu ersticken, muss eines der Koalitionsmännchen seine Beute vor seinem Bruder schützen. 4 männliche Löwen fressen ein frisch gefangenes Impala. Als das Impala in sie hineinlief, während sie schliefen, haben die Löwen es gefangen. Das nenne ich mal hervorragenden Zimmerservice und Frühstück im Bett. Diese Tierliebhaber waren begeistert, als sie sahen, wie ein männlicher Löwe tagsüber ein Tier erlegte. Der Löwe schleppte das tote Tier direkt neben ihren Jeep. Nummer 6. Löwe frisst Kudu. Das ist eine schmutzige Mahlzeit, als eine Löwin einen Kudu in einem schlammigen Sumpf frisst. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob der Kudu tot ist, denn sein Kopf ist erhoben und beobachtet die Katze. Die Löwin nimmt sich einen großen Kudu vor und beißt dem Tier in die Leiste, um ihm das Bein abzureißen, damit es nicht mehr weglaufen kann. Der Kudu kämpft, um sich zu befreien, aber die Löwin ist entschlossen. Es ist eine beeindruckende Leistung, dass diese Katze ein so großes Beutetier alleine erlegt. Als ein kleines Rudel von 3 Löwinnen in der Thorny Bush Game Lodge, darunter 2 Schwestern und ein jüngerer Verwandter, ein Kudu angriff, zeigten sie allen Zuschauern, was in ihnen steckt. Die Löwen schienen gut gelaunt zu sein, als sie in den dichten Busch spazierten. Ein Kudu-Baby tauchte aus dem Gebüsch auf und rannte um sein Leben, als sie sich zu schwinden begann. Es wurde von einem männlichen Löwen gejagt, der versuchte es zu fangen. Es war besonders schwierig, diese Jagd zu beobachten, weil der Löwe das Baby nicht sofort tötete. Mit seinen riesigen Pranken leckte und drückte es an Ort und Stelle fest. Der männliche Löwe fraß den größten Teil des Kudu-Babys, nachdem er es getötet hatte. Ich vermute, dass sie hofften, dass die Schreie des Babys die Mutter dazu bringen würden, näher zu kommen. Aber sie stand eine Weile in der Nähe, bevor sie merkte, dass sie die Löwen nicht bekämpfen konnte.
Diese Löwen beenden gerade ihre Mahlzeit und man sieht ihnen an, dass sie bereit für ein langes Nickerchen sind. Die Hyänen haben ihre Kudobeute an einem Damm versteckt, um sie später zu verspeisen, aber ein Löwe war zu schlau und schafft es mit viel Mühe, sie aus dem Wasser zu ziehen und eine herzhafte Mahlzeit zu genießen. Die Aasfresser werden eine Überraschung erleben, wenn sie zurückkommen und nichts mehr vorfinden. Nummer 5. Löwe frisst Giraffe. Ein Löwenrudel im Busch ist eine tödliche Tötungsmaschine. Kooperation, Heimlichkeit, perfektes Timing und ein feines Gespür für Gelegenheiten arbeiten zusammen, wenn Löwinnen und ihre Jungen eine herzhafte Giraffenmahlzeit genießen. Diese Löwen haben eine unglaubliche Leistung vollbracht. Sie haben eine Giraffe erlegt. Es ist nicht einfach, ein solches Tier zu erlegen. Und so ernten die Löwen die Früchte ihrer Jagd. Ein Löwenrudel stolpert über den Kadaver einer Giraffe. Die Löwen zögerten zunächst, weil sie nicht sicher waren, ob die Giraffe noch lebte. Aber als sie sich vergewissert hatten, dass das Tier tot war, begannen sie es zu verspeisen. Nummer 4. Löwen fressen Büffel. Ein Schaulustiger freute sich, als einer der vier männlichen Löwen, die unter einem Magic-Guawi-Busch ruhten, den Kopf hob, um zu sehen, was los war. Der Reiseführer wartete mit den Touristen in etwa 50 Meter Entfernung, um zu sehen, ob die Löwen näher an die Straße herankommen würden, um eine bessere Fotomöglichkeit zu haben. Nach etwa 20 Minuten bemerkte der Führer zwei Nachzügler von der südlichen Seite der Straße, die dem Rest der Büffelherde folgten, die bereits die Straße überquert hatten und zum Trinken nach Norden gingen. Später erfuhr er, dass die Löwen versucht hatten, die Herde anzugreifen, aber verscheucht worden waren. Er bemerkte, dass zwei Büffel direkt auf sie zustürmten und dabei waren, die Straße vor ihnen zu überqueren. Die Löwen befanden sich an der Vorderseite ihres Lastwagens und es gab einen Fußweg, der zum Fluss hinunterführte. Er riet seinen Besuchern, ihre Kameras bereitzuhalten, weil er spürte, dass etwas Unerwartetes passieren würde. Der Führer bemerkte, dass einer der Büffel schrecklich hinkte und dadurch hinter dem Rest der Herde zurückfiel. Plötzlich hob einer der Löwen den Kopf und sah den Büffel an. Dann brach die Hölle los und die Löwen begannen ihn zu jagen. Die Löwen zogen den Büffel nur wenige Meter vor der jubelnden Menge zu Boden, nachdem auf der Teerstraße ausgerutscht war. Es war, als würde man eine spannende Tierdokumentation sehen, nur dass sie mittendrin war. Der vierte und größte Löwe schaute nach, was auf dem Speiseplan stand, legte sich hin, stand auf und ging direkt zurück zu ihrem Truck. Der Führer wies seine Besucher an, sich nicht zu bewegen und versicherte ihnen, dass alles in Ordnung sei. Laut dem Führer war es einfach unglaublich, dem König des Busches so nah zu sein. Eine Löwin ist eine geschickte Jägerin und jagt hauptsächlich für ihr Rudel. Die Männchen helfen mit, besonders wenn sie große Beute wie Büffel erlegen. Diese drei kleinen Jungen spielt mit ihrer Mutter und der Familie in der Nähe der Beute und schützen sie vor Hyänen und anderen Raubtieren. Einer der Anwesenden konnte die Geräusche, die von dieser Sichtung ausgingen, nicht beschreiben oder ihnen gerecht werden. Aber zu sagen, dass die Luft von Knurren und entsetzlichem Gebrüll erfüllt war, ist eine Untertreibung. Die Schaulustigen erwarteten, dass die Löwen ihre Position halten und warten würden, bis der Büffel schwächer wurde, bevor sie ihm an die Kehle ging. Aber auch hier lagen sie falsch, denn sie begannen, den Magen aufzureißen und zu fressen, während der Büffel noch lebte. Ihr könnt euch die Geräusche nicht vorstellen, die bei diesem grausamen Spektakel entstanden. Das war die Natur in ihrer rücksichtslosesten, rohesten und unverfälschtesten Form. Als die Schaulustigen den Büffel in die Augen sahen, wurde ihnen klar, dass er nicht so schnell aufgeben würde und dass es eine Weile dauern würde. Die Löwen fraßen ihn weiter bei lebendigem Leib, öffneten schließlich seinen Magen und rissen seine Eingeweide heraus und alle dachten, das sei das Ende. Aber das war es nicht. Der Büffel strampelte und brüllte weiter. Ich glaube, sie alle waren um den Büffel besorgt und wollten, dass er so schnell wie möglich stirbt. Aber er klammerte sich an das Leben. Als sie bemerkten, dass die Löwen die lebenswichtigsten Organe durchbohrt hatten, wussten sie, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die Augen des Büffels wieder in die Höhlen rollten und dann in ihre normale Position zurückkehrten und von einer Seite zur anderen flackerten. Es ist unglaublich, dass genau im Moment des Todes der Busch still wurde, der Wind verstummte und weder Vögel noch andere Lebewesen einen Laut von sich gaben. Die Zeit, die die Löwen brauchten, um sich auf den Büffel zu stürzen, bis er seinen letzten Atemzug tat, betrug fast 40 Minuten. Ein Beweis dafür, wie zäh diese unglaublichen Kreaturen sind. Drei männliche Löwen stürzen sich auf einen einsamen Büffel und die Herde ist nirgends zu sehen. Jeder der Löwen geht in Position und beißt den Büffel dort, wo es wehtut. Es dauert nur wenige Augenblicke, bis sie das Tier getötet haben. Nummer 3. Löwen töten einen Wildhund. Löwen und afrikanische Wildhunde stehen an der Spitze der Nahrungskette. Es gibt noch etwa 200 Wildhunde im Krüger Nationalpark und in der Umgebung. Es ist wichtig, sie in Sicherheit zu bringen und gleichzeitig andere auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen. Obwohl solche Vorfälle in der Natur unvermeidlich sind, können Besucher aufgrund strenger Regeln nicht eingreifen, es sei denn, das Tier wird von Menschen verletzt. Deshalb sind alle erstaunt, als dieser Löwe ein Jungtier packt. Und das ist auch verständlich. Warum hat der Löwe nicht einfach einen der Erwachsenen verfolgt? Es ist eine harte Welt, aber so ist es nun mal. Eine Löwin hält einen toten Wildhund in ihrem Maul. Der Rest des Rudels nähert sich, um zu sehen, was los ist und ob ihr Freund entkommen konnte. Sie erleben eine böse Überraschung, als ihr Freund nicht zurückkehrt. Ein männlicher Löwe greift ein Rudel Wildhunde mit einem Überraschungsangriff aus dem Hinterhalt an. Die Hunde zerstreuen sich und das Video wird geschnitten, sodass du dir selbst ausmalen musst, wie diese Jagd ausgegangen ist. Nummer 2. Löwen fressen Krokodil.
In Manapool zu Simbabwe gibt es ein Löwenrudel, das sich auf das Töten und Fressen von Krokodilen spezialisiert hat. In der Nacht, bevor dieses Video aufgenommen wurde, befand sich das abgebildete Krokodil in der Sambesi-Aue und fraß ein totes Nilpferd, als die Löwen des Nyamatusi-Rudels es umzingelten und töteten. Obwohl der Kampf vom Camp aus gehört werden konnte, konnte erst am Morgen gefilmt werden. Das ist der Grund, warum du nur die Folgen der Tötung siehst. Als ein Krokodil den Löwen bedrohte, ergriff der Löwe die Initiative und griff das Krokodil an. Es ist sicher, dass das Krokodil schwer verstümmelt und getötet wurde. Eine schnelle und wendige Löwin greift ein kleines Krokodil am Flussufer an und tötet es. Der Rest des Rudels kommt zum Fressen, aber die Löwin will ihre Beute nicht mit den anderen teilen. Sie sagt ihnen, sie sollen sich ihr eigenes Futter suchen. Die meisten Kämpfe zwischen Löwen und Krokodilen finden wegen der Nahrung statt. Es ist nicht so, dass eines dieser großen Raubtiere das andere fressen will. Wenn sich ihre Wege kreuzen, geht es meist um Nahrung. Aber in diesem Video stoßen die Löwen auf ein verödetes Krokodil, das sich durch den Busch schlängelt. Der Löwe schnauft und schnauft. Aber das Krokodil fordert den Löwen auf, es in Ruhe zu lassen, weil es zu spät zu seinem Termin beim Chiropraktiker kommt. Der männliche Löwe erkennt, dass das Krokodil starke Rückenschmerzen hat, bleibt stehen und lässt es gehen. Nummer 1. Löwe gegen Nashorn. Ich habe noch nie ein Video gesehen, in dem ein erwachsenes Nashorn von einem Löwen zu Fall gebracht wird. In diesem Video ist das Nashorn bereits tot und die Löwen fressen es auf. War das das Werk der Raubkatzen oder haben sie das tote Nashorn einfach gefunden? Deine Vermutung ist genauso gut wie meine. Dieses junge Nashorn wird von einem Löwenrudel umschwärmt. Es kostet die Raubkatzen eine Menge Überwindung, das dicke Fell des Nashorns zu durchbohren. Das Nashorn ist noch am Leben, während die Raubkatzen versuchen, ihrer Beute den letzten Schliff zu geben. Die Löwen haben die Nashornkadaver wahrscheinlich bei ihrem Morgenspaziergang gefunden und es dauerte nicht lange, bis sie ein riesiges Loch direkt über dem Kopf des Nashorns gegraben hatten. Einer der männlichen Löwen gräbt nach allem, was er darin finden kann. Drei Löwen sehen ihre Chance, als sie ein kämpfendes Nashorn in ihrer Schlammpfütze finden. Es dauert jedoch nicht lange, bis das Nashorn wieder herauskommt und sich den Raubkatzen stellt. Als das Nashorn aus dem Wasser steigt, springt ein Löwe auf seinen Rücken. Aber das Nashorn ist wie ein Panzer gebaut und der Löwe lässt sich leicht abwimmeln. Dann zeigt das Nashorn den Raubkatzen, was in ihm steckt und ihnen wird schnell klar, dass sie woanders nach Futter suchen müssen. Einige dieser Mahlzeiten waren eklig und ich musste mich ehrlich gesagt zwingen, sie anzusehen. Was ist mit dir? Lass es uns doch in den Kommentaren unten wissen. Das war unser Countdown der 15 gefährlichen Momente, in denen Löwen die Eingeweide ihrer Beute wieder ausspucken. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.